Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu meinem Neuzugänge-Video. Alle Bücher, die im Monat Juli bei mir eingezogen sind. Ich muss kurz überlegen, welcher Monat es ist. Ich habe mein Raumzeitdenken irgendwie verloren. Ich schwirre in einer anderen Dimension. Aber ja, ich möchte heute mit euch über die Bücher sprechen, die ich im Juli erhalten habe und die ich mir gekauft habe. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten. Ich habe es als E-Book, deshalb kann ich es euch jetzt nicht als frisches Printexemplar in die Kamera halten. Ich bin es auch gerade am Lesen und zwar spreche ich von Das Reich der Vampire von Jay Kristoff. Ja, als Fantasy-Mensch kommt man, glaube ich, an diesem Namen und an diesem Buch einfach nicht vorbei. Es ist halt ein fast 1100 Seiten Schinken, also ich werde das auch diesen Monat nicht mehr beenden. Es ist einfach noch zu viel und ich stecke auch noch gerade mitten in einem Buddy-Read zum zweiten Buch der Raven Boys. Und das ist mir doch gerade noch wichtiger, weil ich bei Jay Kristoff noch nicht so weit bin, dass ich schon voll gepackt und voll in der Materie bin. Aber das wird kommen. Ich sage es voraus, mein drittes Auge sagt, dass ich dieses Buch total gut finden werde. Ich erzähle euch mal, um was es geht. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Leon sein Heimatdorf verlassen muss, führt ihn sein Weg nach Saint-Michon, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Klingt auf jeden Fall schon mega, mega schön. Ich habe erst überlegt, ob ich mir das Hörbuch hole, weil ich gerne wissen würde, wie die Orte und Namen wirklich ausgesprochen werden. Aber ja, ich habe es als E-Book. Das reicht eigentlich. Vor allem, weil ich es ja noch als Print kaufen möchte. Aber ich dachte mir halt, ich frage es beim Verlag an als E-Book, weil, ja, 1100 Seiten Schinken, ne? Da hast du irgendwann Armsperre, Genickstarre und Schmerzen beim Lesen. Deshalb auf dem Handy oder auf dem Kindle ist es halt doch deutlich entspannter, aber ich hätte es halt gerne noch immer im Regal stehen. Machen wir auch einfach gleich mit den E-Books weiter. Es sind nämlich 3 Stück an der Zahl, die diesen Monat bei mir eingezogen sind. Einfach nur, weil ich dachte, das ist im Urlaub entspannter zu lesen, wenn du im Garten liegst etc. Ja, es war auch jetzt in Zeiten von Corona angenehm, nicht die ganze Zeit ein Buch in der Hand halten zu müssen, weil jeder, der mal krank war, egal was es war, weiß, dass es einfach anstrengend ist, manchmal ein Buch zu halten. Und ganz ehrlich, manchmal mache ich es tatsächlich so, ich habe dann zwar Lust, ein Buch zu lesen, aber ich bin zu faul, ein Buch zu halten und dann gucke ich lieber Fernsehen. Bitte mal in die Kommentare, falls das bei jemandem von euch auch so ist, damit ich mich nicht ganz so kacke fühle. Ja, kommen wir einfach jetzt zum zweiten E-Book, das da wäre Alles, was du von mir weißt von Kira Kroh. Ja, in dem zweiten Band der Reihe geht es um ein anderes Mädel des Freundetrios. Es geht nämlich um Polly und Polly ist ein super cooler Charakter, also ja, Polly muss man lieben, mehr sage ich dazu nicht. Mehr dazu gibt es dann, wie gesagt, im Lesemonat und ich erzähle euch aber trotzdem noch, um was es in Pollys Geschichte geht. Er steht für alles, was sie verabscheut, doch das ändert nichts an ihren Gefühlen. Polly will ausziehen, Jura studieren und nie mehr einen dummen Spruch darüber hören, welche Kleidung sie bei ihrer Figur angeblich tragen darf und welche nicht. Gleich im ersten Semester ergattert sie einen Job in einer renommierten Kanzlei, nur das mit der Wohnung hat sie gewaltig unterschätzt. Kurzerhand quartiert ihre beste Freundin Anna sie in der WG ihres Bruders Jonas ein. Doch in der Kanzlei verläuft alles anders als erhofft. Pollys Figur gibt den Angestellten allerhand Gesprächsstoff. Sie will Stärke beweisen und erzählt niemandem davon, selbst Jonas nicht, obwohl die beiden einander immer näher kommen. Ja,
Band 2 der Alles-Reihe. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Kommen wir zum dritten E-Book der Reihe. Das da wäre No Flames Too Wild. Und hinter diesem, ja doch recht simplen Buchcover versteckt sich eine ganz tolle Geschichte, die ich auch bereits gelesen habe. Ja, und sie führt uns nach Australien, was ich als Setting ja sowieso schon mega cool finde. Und es ist auch der Reihenauftakt zu dieser Reihe in Down Under. Also die anderen Bände werden auch in Australien spielen, was mich natürlich sehr, sehr freut. In diesem hier geht es um die 21-jährige deutsche Isabel, die auf der Suche nach ihrem australischen Vater, den sie nie kennengelernt hat, nach Down Under verschlägt, in die Kleinstadt Eden in New South Wales. In einem Koala-Reservat wird dringend Hilfe benötigt und weil Isabel Geld braucht, nimmt sie den Job an, obwohl sie Angst vor Tieren hat. Ist jetzt relativ nichtssagend, der Klappentext, und anhand dessen hätte ich es vielleicht auch nicht gekauft. Wegen den Koalas dann aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr lesenswert. Das nächste Buch, das hier einziehen durfte, habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Ihr seht, ich mache das momentan sehr gut, dass ich nur noch Bücher anfrage oder kaufe, die ich auch wirklich zeitnah lesen möchte. Das wäre nämlich The Inheritance Games. Ein tödliches Rätsel, eine mörderische Familie, eine Erbin in Gefahr. Band 2 heißt, das Spiel geht weiter. Und ja, ich würde euch jetzt den Klappentext vorlesen, aber es ist wie gesagt Band 2 und der Klappentext spoilert zu Inhalten des ersten Bandes. Ich erzähle euch nur kurz, um was es geht. Es geht nämlich um die Erbin, um Avery, die eigentlich ein ganz normales Mädchen ist, aber plötzlich erbt. Und das von einem Mann, den sie nicht kennt. Und sie erbt nicht nur 100 Euro oder so, Dollar, sondern ein millionenschweres Imperium inklusive Haus, Ferienhäusern, Firmen etc. etc. Muss ich mal anders setzen. Es wird unbequem. Ja, die wird da irgendwie so reingeworfen und vor diverse Rätsel gestellt, weil der Gestorbene ein riesen Rätselfan ist und auch seine ganze Familie auf Rätsel steht. Und es passiert einfach so viel in diesen Büchern, wofür es sich lohnt, die zu lesen. So, mehr sage ich nicht. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Reihe. Das nächste Buch, das hier eingezogen ist, habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Ich bin echt gut diesen Monat. Ich kann euch glaub nur die ganze Zeit sagen, so, das habe ich schon gelesen, so, das habe ich schon gelesen, so, das habe ich schon gelesen. Und vielleicht ist das hier eine Fusion aus Lesemonat und Neuzugänge. Vielleicht sollte ich das ab sofort einfach mal zusammenwerfen. Nein, mache ich nicht. Ja, das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist The Way I Break von Nena Tramontani. Auch ein Reihenauftakt zu der, ich glaube, Hungry Eyes-Reihe. Also es geht viel um Kochen und um Sterneküche und das Setting hat mich doch schon sehr, sehr gepackt, weil es einfach in dem New Adult-Bereich noch nicht so durchgekaut und totgelutscht ist. In diesem Buch begleiten wir Victoria. Und irgendwie mag ich Victoria, den Namen als Protagonistin, irgendwie sehr. I don't know. Ja. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als junge Starköchin will Victoria nur noch weit weg von London und von ihrem manipulativen Freund. Kurzerhand flieht sie in die idyllische Hafenstadt Goldbridge, wo ihre Mutter einst im Sternerestaurant Prisma arbeitete. Victoria will endlich verstehen, warum ihre Mom sie für diesen Ort und ihre Karriere verließ und nimmt dort unerkannt einen Kellnerjob an. Doch in dem Versuch, ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken, gibt sie einem attraktiven Fremden zu viel Intimes über sich preis, ohne zu ahnen, dass Julian einer der Söhne der Restaurantinhaber ist. Und er besitzt die Frechheit, Victoria einen Vorschlag zu machen. Er behält das Geheimnis ihrer wahren Identität für sich, wenn sie ihm Nachhilfe beim Kochen gibt. Victoria kann sich nicht erklären, warum dieser unverschämte Deal eine Flamme in ihrem Herzen entzündet. Dazu im Lesemonat. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, habe ich ja schon gelesen, aber werde es wahrscheinlich noch einige Male lesen, weil es nämlich ein Kinderbuch ist. Aber es ist so schön, dass ich es euch unbedingt zeigen wollte. Kringel und die Liebe. Und ich finde einfach, dass diese Illustrationen, die gehen auch so im Buch weiter,
einfach super, super schön sind. Und Mala ist total in love. Und ja, es geht einfach nur um ein kleines Schwein, das herausfinden will, was Liebe ist. Mehr ist es nicht. Aber mehr braucht es auch nicht. Die nächsten beiden Bücher, die hier einziehen durften, habe ich tatsächlich auch schon letzten Monat gelesen, obwohl sie diesen Monat erst einziehen durften. Macht das Sinn? Ja, wenn man den Hintergrund weiß, dann macht das Sinn. Das erste wäre The Stories We Write von Olivia Dade. Das habe ich euch ja schon im Book Unhaul Video erklärt, warum dieses Buch jetzt erst hier eingezogen ist, obwohl ich es schon gelesen habe, und warum es schon wieder ausziehen darf. Ja, ich habe das Buch als Rezensionsexemplar bereits vom Verlag bekommen und habe jetzt die Buchstütt-Variante von der Bücherbüchse, und die wurde halt jetzt erst im Juli versendet, obwohl das Buch bereits im Juni auf den Markt kam. Ja, wird jetzt aber ausziehen, von daher erzähle ich euch nur schnell, um was es geht. Charmant, eitel und einfach gestrickt. So kennt die Öffentlichkeit Markus Kastorup, den Star der weltweiten Hitserie God of the Gates. Niemand ahnt, dass er privat mit seiner Legasthenie kämpft und der Tatsache, dass er die Entwicklung der Serie hasst. Seinen Frust schreibt er sich anonym auf einem Fanfiction-Forum von der Seele. Doch sollte das irgendjemand herausfinden, ist er in Hollywood erledigt. April Whittier ist ein Hardcore-God of the Gates-Fan, schreibt Fanfiction und kreiert eigene Kostüme zu der Show. Bisher hat sie das nie jemandem erzählt, aber sie will sich nicht mehr verstecken. Und so postet sie ein Foto von sich in einem Kostüm auf Twitter. Nur leider lassen die Trolle nicht lange auf sich warten. Ich kann heute nicht reden, ey. Oder lesen. Und es hagelt böse Kommentare wegen Aprils Plus-Size-Figur. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Markus Kastorup schaltet sich ein, verteidigt sie und lädt sie auf ein Date ein. Der Markus Kastorup. Und ihr Date hat ungeahnte Folgen. Ja, ebenfalls eingezogen, obwohl ich es im Juni schon gelesen habe. Midnight Chronicles, Seelenband, der vierte Band der Reihe, in dem es um Ella geht. Den habe ich ja schon als Hörbuch gehört. Und deshalb, weil ich die Reihe halt dann auch im Regal stehen habe, durfte er jetzt einziehen. Und ich lese euch schnell nur den Klappentext vor und dann sind wir schon beim nächsten Buch. Ella hat am Tag des Blutbades alles verloren und gibt sich selbst die Schuld daran. Als einziger Ausweg bleibt der Soul Huntress die Flucht nach Prag, weit weg von all dem, was sie quält. Doch dann steht ausgerechnet die eine Person wieder vor ihr, die sie mit allen Mitteln zu vergessen versucht. Wayne McKinley. Einst ihr süßes Geheimnis scheint Wayne nur noch eine schmerzvolle Erinnerung zu sein. Ella bleibt jedoch keine andere Wahl, als mit ihm zusammenzuarbeiten, um ihren Fehler vom Tag des Blutbades wieder gut zu machen. Auch auf die Gefahr hin, dass ihre Gefühle für den Hunter mit jeder gemeinsam verbrachten Minute stärker werden. Aktuell, ich glaube, mein liebster Band der Reihe. Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch schon gelesen, obwohl es jetzt erst auf den Markt kam. Also gestern hatte es Release und ich habe es aber schon seit anderthalb Wochen. Deshalb habe ich es auch schon durchgesuchtet. Nebelschimmer von Anja Omar. Und das ist auch der zweite Band der Sturm-Trilogie. Also es werden insgesamt drei Bücher. Und auch genau wie bei dieser Alles-Was-Reihe geht es halt um drei Freundinnen und deren Geschichten. Und hier geht es um Kala. Zwei Herzen, damals. Kala und Jasper. Sie waren das perfekte Pärchen. Das, von dem alle dachten, es würde für immer zusammenbleiben. Doch manchmal hat das Leben andere Pläne. Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen und manchmal führen einen diese Entscheidungen weit weg von zu Hause. 1000 Bruchstücke. Heute, nach über einem Jahr, einem schrecklichen, schmerzhaften Jahr, ist Kala zurück in Deutschland. Endlich wieder zu Hause. Endlich wieder ihre Freundinnen umarmen. Einziger Minuspunkt, sie trifft auch ihren Ex wieder. Und Jasper kann ihre Gefühle mit nur einem einzigen Blick immer noch ins Chaos stürzen. Nebelschimmer. Lieben wir. Hab's noch nicht gesagt in dem Video, oder? Lieben wir. Das nächste Buch ist auch eingezogen, weil ich die Autorin so unfassbar gut finde. Westfell von Lena Kiefer. Der erste Band der, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Reihe. Das wäre mal witzig. Die, ich weiß nicht, wie sie heißt. Reihe. Egal. Wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Wunschdenken bleiben. Ja, es ist eine, also um
ganz kurz anzureißen, um was es geht, ohne den Klappertext jetzt direkt vorzulesen. Es ist eigentlich eine moderne Romeo und Julia Geschichte. Und das war eigentlich schon ein Kaufargument, weil ich total auf Romeo und Julia stehe. Vielleicht auch wegen meinem Namen, I don't know. Und weil ich einfach Lena Kiefer richtig gut finde. Also ich liebe ihre Bücher. Ich habe zwar bisher nur Dystopie Fantasy von ihr gelesen, aber ich denke, in New Adult kann die auch was, die Frau. Ja, es geht um Helena. Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Family keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalhaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Coldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste. Und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Klingt zwar jetzt auch wieder so 0815, Standard New Adult, Klappentext, aber es hat diesen Romeo und Julia Style und oder Hintergrund. Finde ich gut. Last but not least, das letzte Buch, das diesen Monat hier einziehen durfte. Welch grausame Gnade. Und das durfte auch hier einziehen mit einem wunderschönen Buchschnitt. Obwohl ich ja gesagt habe, ich möchte nicht mehr mein ganzes Geld der Chest of Fandoms in den Rachen werfen. Aber bei manchen Büchern kann ich dann halt auch einfach nicht Nein sagen. Ich bin halt so ein Opfer. Ja, wer das Buch mit Buchschnitt nicht sehen möchte, der schickt mal jetzt ein bisschen weiter. Für den ist hier das Video zu Ende, es ist eh das letzte Buch. Aber wer sehen möchte, wie wunderschön dieser Buchschnitt ist und damit dann auch versteht, warum ich es gekauft habe, der darf gerne dranbleiben. Ich zeige ihn euch nämlich jetzt. Hallo, Schaf? Ist der Schaf? Ist der nicht wunderschön? Also ich habe ganz ehrlich selten so einen wunderschönen Buchschnitt gesehen. Ich weiß, ich bin voll das Opfer. Es tut mir leid. Ja. Ich habe tatsächlich auch das Buch gekauft, ohne zu wissen, um was es geht. Das sagt schon sehr viel über meinen Geisteszustand aus, oder? Erzählt euch jetzt einfach, um was es geht. Mittlerweile weiß ich es nämlich. Eine Blutfehde zwischen zwei Gangs färbt die Straßen von Shanghai rot und lässt die Stadt hilflos im Chaos versinken. Im Zentrum des Geschehens steht die 18-jährige Juliette Kay, die aus New York zurückgekehrt ist, um ihre Rolle als stolze Erbin der Scarlet Gang zu übernehmen. Ein Netzwerk von Kriminellen, die weit über dem Gesetz stehen. Ihre einzigen Rivalen um die Macht sind die White Flowers, die Scarlets seit Generationen bekämpfen. Jeder Schritt der White Flowers wird von Roma Montagu geplant, Juliettes erste Liebe und ihrem ersten Verrat. Ach, Roma ist ein Mann, okay. Doch als Gerüchte über eine Krankheit umgehen, die alle in den Wahnsinn treibt und sich die Todesfälle häufen, müssen Juliette und Roma ihre Waffen und ihren Zorn beiseite legen und zusammenarbeiten. Denn wenn sie dieses tödliche Chaos nicht aufhalten, wird es keine Stadt mehr geben, die sie regieren können. Ist auch so ein bisschen Romeo und Julia-Style. Vielleicht lese ich die direkt hintereinander, dann kann ich nämlich sehr gut vergleichen. Also was mich nervt, ist halt dieser Cut hier drin. Könnte ich ausrasten bei sowas. Es ist so. So. Das waren alle Bücher, die im Monat Juli hier einziehen durften. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, welche Bücher ihr davon vielleicht schon gelesen habt, welche Bücher im Monat Juli bei euch einziehen durften oder vielleicht noch einziehen werden. Vielleicht, der Monat hat ja noch 3-4 Tage, vielleicht wird das ja noch ein Buch werden. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Hoffe, ihr genießt das schöne, warme Wetter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!